Dann bist du auf jeden Fall in einem Soundhimmel, den du dir vorher noch nicht erträumen konntest. Hey Leute, was geht ab? Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt und ihr kennt wahrscheinlich dieses Geräusch hier. Und es gibt davon zwei Fraktionen von euch. Die einen sagen, das ist krass, ich möchte gerne, dass mein Auto auch so klingt. Was muss ich machen oder was hast du gemacht, dass das so klingt? Und die andere Fraktion sagt, das geht ja gar nicht, das nervt ja voll, wenn das die ganze Zeit so ist. Und da ist nämlich genau der Punkt, wenn es die ganze Zeit so ist. Denken nämlich, dass diese Schubabschaltung in meinem Auto oder in den anderen N52, speziell nur N52, in meinem N52 Auto programmiert oder kodiert ist. Ist sie nicht. Das ist alles Serie. Meine Software, meinem Auto wurde nicht angefasst, das ist alles Standard. Das klingt so, jeder N52 klingt so. Nicht ganz, aber ich sage euch jetzt. Der Punkt ist, es gibt nämlich den Aufbau, kennt ihr, Katalysator, Mittelschalldämpfer, Endschalldämpfer. Diese drei Komponenten sind dafür zuständig, dass dieses Poppen und das Knallen rausgefiltert wird. Trotzdem kann ich euch sagen, das habe ich auch den einen oder anderen schon mal gesagt, dass mein serienmäßiger N52 B30 mit dem Serienauspuff, ich habe ja Performance-Endschalldämpfer drunter, auch geknallt hat. Serie. Und der ein oder andere, den ich schon mal getroffen hatte, der es noch nicht geschafft hat, sein Auto zum Knallen zu bringen, den habe ich gezeigt und dann meinte, krass, jetzt weiß ich auch endlich, wie das geht. Und das möchte ich euch auch verraten. Der Punkt ist, dieses Blubbern und dieses Knallen wird durch diese verschiedenen Komponenten weggefiltert. Aber wie habe ich das dann hinbekommen, dass mein 330i mit dem Serienauspuff doch geknallt hat? Und da geht es nämlich genau um das, was ich euch zeigen will. Und zwar, man kann das Ganze provozieren. Man kann es ein bisschen provozieren, man kann es extrem provozieren und man kann das Ganze auch im normalen Betriebsgeräusch haben. Ein normales Betriebsgeräusch zeige ich euch auch, denn da ist das Ballern nicht vorhanden. Es ist immer nur vorhanden, wenn ich es will. Und das kann man sogar noch steigern ins Extreme provozieren. Extreme provozieren, Stufe 3, ist gerade am Laufen. Und wie das Ganze funktioniert und wie Stufe 3 aussieht, das zeige ich euch, wenn der weg ist. Der Trick ist nämlich folgender Zustand. Motor warm gefahren, Auspuffanlage warm gefahren. Im Idealfall reichen eine Minute Motor abstellen und dann neu starten. Wenn man das Ganze aber länger macht, eine halbe Stunde zum Beispiel oder eine Viertelstunde, das heißt der Motor hat noch eine Grundtemperatur von, keine Ahnung, 70 Grad Öltemperatur, was ihr auch manchmal in meinen Videos seht, und die Auspuffanlage, das Edelstahl der Auspuffanlage abgekühlt ist, dann ist das Ballern wirklich am heftigsten. Mein Auto steht jetzt ungefähr hier seit 5 Minuten, weil hier eben nochmal Hunde rumlaufen und rumgelaufen sind und ich wollte jetzt nicht alle erschrecken, weil es schon heftig ist. Aber jetzt komme ich zu dem Punkt, Motor war jetzt 5 Minuten, 7 Minuten ungefähr aus. Ich mache an, ich habe mein Mikro dabei und jetzt fahre ich hier an, wie ihr es halt kennt, erster Gang, 2000 Umdrehungen. 2,5, 3 und jetzt hört ihr das Geballere. Ich mach das nochmal. Ich hoffe, wir können das gut hören. Das hat ordentlich Bums. Und jetzt gehe ich zurück zu Schritt 2 und zwar das Ganze provoziere ich. Wenn ich jetzt ganz normal vom Gas gehe, nichts. Warte, ich halte das Mikro nochmal weg. Ich gebe Gas. Das Einzige, was er serienmäßig macht, ist dieser kleine, nicht jetzt, macht er auch im zweiten gerne, da, der hier, bupp. Das ist das Einzige, was der Serie macht. Das ist das, was man, wenn man die Serienauspuffanlage hat, das hörst du gar nicht, das ist nicht vorhanden. Wenn man aber ein bisschen den Performance-Endschalldämpfer drunter hat und den Pipercross in Verbindung, ist dieses Poppen hier, wenn ich nur vom Gas gehe, ist vorhanden. Das entsteht auch durch den Pipercross Luftfilter oder durch den K&N Filter, durch den Pipercross Luftfilter aber noch mehr. Das sind einmal die Tricks. Jetzt denkt ihr aber, hey, das ballert aber gar nicht. Ja, es ballert auch nicht. Ich gebe Gas, gehe vom Gas, nichts. Ich gehe in die Volllast rein, ich
gehe wieder vom Gas, passiert wieder nichts. Das heißt, die Leute, die denken, dass dieses Geräusch dauerhaft vorhanden ist, das stimmt nicht. Es ist nur vorhanden, wenn ich es will. So, jetzt will ich es wieder. Und da ist es wieder. Und ich will es nicht. Und ich kriege jetzt nur diesen einen. Bup. Bup. Ende. Und so läuft das ganze Spiel ab. Um einfach mal ein bisschen Klarheit reinzubringen. Weil viele Leute denken immer, boah, dauerhaft dieses Geballer. Nichts, pass auf. Nichts. Gar nichts. Und wenn ich es will, dann knistert er. Jetzt merkt ihr aber vielleicht einen Unterschied, und zwar, mittlerweile ist das Geballere, da war wieder der Einzelne, der ist ganz geil, ist das Geballere weniger geworden. Das heißt, wenn ich jetzt wieder das provoziere, je nach Zustand, je nach Gang, macht es einen Unterschied, wie laut das Ganze denn jetzt ballert. Erster Gang. Es ist vorhanden, es ist aber nicht mehr so krass, wie es eben war, als der Motor kalt war. Also Teil 3, dieser Schritt 3, den ich euch eben gezeigt hatte, mit diesem heftigen Ballern, ist wirklich nochmal eine deutliche Steigerung. In diesem Fall, wenn der Motor ganz normal warm ist und ich das Gaspedal antippe, dann ballert das ein bisschen. Ich mache jetzt mal Folgendes, ich halte mal an und ich nehme mein Handy mal und filme in den Fußraum, dass ihr mal seht, wie ich das Ganze mache. Wird ein bisschen schwer zu koordinieren mit einer Hand, aber ich kriege das mal hin für euch. Ein Augenblick. So, ich habe die Kamera jetzt gedreht. Und ich zeige euch jetzt mal den Fußraum, wie ich das Ganze mache. Zweieinhalbtausend Umdrehungen, 3000. Und ihr seht, das Drauftippen auf das Gaspedal ist so. Das Mikro fliegt hier gerade rum. Das Tippen auf das Gaspedal ist so gering, dass mein Auto nicht beschleunigt. Es ist einfach nur, dass ich da einspritze. Ich hoffe, ihr könnt das so ein bisschen sehen. Es gibt nämlich einige, ich bin gerade ein bisschen durch das Licht geblendet, die da deutlich mehr drücken, dann passiert nichts. Wenn ihr ein bisschen zu doll drückt und das Auto wieder anfängt Schwung zu nehmen, dann passiert da nichts. Das ist halt ein Spiel, was man ein bisschen üben muss. So, ich hoffe, ihr könnt das ein bisschen wahrnehmen. Also, es ist wirklich ein kleines Spielchen, was man üben muss. Denn man darf das Gaspedal nicht zu doll drücken. Wenn das Auto wieder anfängt, Schub aufzubauen, dann habt ihr es zu viel gemacht. Dann ist das zu viel. Man muss es nur ganz leicht berühren, dass im Prinzip eingespritzt wird. Der Motor also denkt, oh, ich muss Gas geben. Aber dann nimmst du es wieder sofort weg. Das heißt, ihr spritzt theoretisch nur Kraftstoff in den Brennraum ein, der dann nicht richtig gezündet wird und dann halt dann irgendwie an den Cut oder wo auch immer das passiert, bin ja jetzt nicht so der Experte, kann aber bestimmt einer gut erklären, dass es dann anfängt zu ballern. Und wie ihr seht, wenn ich hier normal fahre, da passiert nichts mit einem dauerhaften Geknalle. Das bedeutet, die Leute, die... So, und das ist eigentlich die ganze Kunst. Wenn man so wie jetzt den Zustand hat, war gerade eng zum Bordstein, dass es nur ein bisschen ballert, so wie jetzt, dann macht man Folgendes. Ich stelle mal hier an die Seite. Motor aus. Phase 3 kommt. Am besten eine Minute warten reicht schon. Ungefähr eine Minute. Ich mache das jetzt mal mit euch, deswegen erzähle ich noch mal was in die Kamera. Es ist egal, ob ihr das Ganze mit dem Schalter macht oder mit dem Automatik. Das funktioniert mit beiden Autos gleich. Ich habe es auch schon mit dem Automatik hinbekommen, mit einem Eisenmann-Schalldämpfer. Automatik N52 B25. Er meinte, ich kriege das nicht hin, Ich setze mich einmal rein, zeige Ihnen den Trick 17, den ich jetzt auch gerade hier live mache. Und dann ballert das wieder richtig heftig. Und so durch diesen Trick 17 hier mit dem hier, kriegst du es auch hin, deinen Serienauspuff knallen zu lassen.
Natürlich nicht so laut, weil der BMW Performance Engine Dämpfer schon ein bisschen mehr Lautstärke abgibt. Und das ist eigentlich die ganze Magie. So, ich denke mal, die Minute ist um. Ich starte mal wieder ins Auto. Und dann hören wir mal wieder, wie sich jetzt die Schubabschaltung wieder verändert hat zum Extremeren hin. Erster Gang. 3000 Umdrehungen. Also ihr merkt, das ist einfach der Trick. Und das bleibt dann so extrem die nächste Minute ungefähr, die nächste halbe Minute. Und dann reduziert sich das wieder ganz normal. Ein Trick kann ich euch noch verraten, wenn ihr Soundaufnahmen macht. Und zwar, das gilt jetzt nur für die Leute, die ein Schaltgetriebe haben. Wenn ihr im Stand Gas gebt. Und ich habe sogar noch einen Trick. Wenn ihr im Stand Gas gebt, Soundaufnahmen machen wollt, ist der Master-Trick, einige werden es wissen, die Kupplung zu treten. Warum das Ganze? Wenn man die Kupplung tritt, folgendes Ergebnis auf dem Motor. Der Motor tourt schneller hoch und schneller wieder ab. Und er klingt auch in der ganzen Soundfrequenz viel mehr rotzig, also viel aggressiver, viel heftiger. Und wenn man das Ganze macht und ihn auf 2500 Umdrehungen hält und das mehrfach macht, nicht nur einmal, ich mache das jetzt nicht hier bei meinen armen Nachbarn und alles, dann ist wirklich halt, fängt er auch noch an, während dieses Gasgebens zu knallen. Ich blende mal ein Video ein, das habe ich nämlich hier gehabt, als ich in den Messehallen Soundcheck gemacht habe. Das zeige ich euch mal hier. So hört sich das dann an, wenn die Kupplung getreten ist. Ich mit meinem Finger heute. Den letzten Trick habe ich auch noch, und zwar gibt es nämlich auch den Moment, wenn man die Kupplung nicht tritt und hochdrückt, also Gas gibt, so bis 3500 Umdrehungen, kann man ein Ploppen im Abtouren provozieren, wenn man folgendes macht. Hier steht, ersten Gang rein, kurz anfahren, lassen und dann direkt dahinter Gas geben, also dann hochdrehen, bis 3,5 und normal abtun lassen, ohne die Kupplung zu treten. Führt dann dazu, dass er bub, 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 bub macht. Ist auch etwas, was ich mit der Zeit herausgefunden habe. Ich fahre mal ein Stück weiter, ist ja gerade ganz nice, Corona-mäßig. Straßen sind komplett leer. Da hört ihr es. Aber es ist nur so einmal oder so. Bin hier leider in einer Wohngegend gerade unterwegs. Da ist ein bisschen schwer, sowas zu machen. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Nachsicht, aber es ist wirklich so, ihr müsst einmal kurz hart anfahren, also nicht so chillig, sondern einmal, jetzt würdet ihr sportlich anfahren, oh, das war zu viel, sondern einmal so und dann lassen und dann, naja, ich habe ein bisschen Schiss hier um meine Nachbarn, die möchte ich nicht zu hart auf die Probe stellen und wie ihr hört, das ist ein richtiger langer Vlog jetzt für euch, hier ballert nichts, guckt, nur der eine Bupp. Der entsteht durch das Ändern des Luftfilters auf Piper Cross. Der hier. Das ist alles. Das ist das Einzige, was Serie kommt hier. Aber auch nicht immer, aber häufig. Schon wieder nicht. Und das ist ja auch das Ganze, was das so sexy macht bei dem Auto, weil einfach das Ganze nicht programmiert ist. Das ist willkürlich. Mal macht das nicht, mal macht das doller, mal macht das leichter, mal macht das gar nicht. Jetzt. Und das ist, was das Spiel auch so, da war wie ein bisschen, so interessant macht. Es ist immer anders. Und das finde ich ziemlich geil. Und nicht wie die ganzen kodierten Schubabschaltungen, die auch ganz nice sind, die auch ganz doll knallen und ballern. Aber das ist halt hier alles, ja, willkürlich. Also nochmal live, der Beweis, passiert nichts.
Wenn ihr unterwegs seid und ihr denkt, oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Polizei von mir. Polizeiauto neben mir. Potenzielles Soko-Auto. Ich bin kriminell unterwegs. Es gibt ja auch Leute, die sind kriminell unterwegs. Soll es ja geben. Dann gibt es auch einen Trick, wie man dieses Poppen untersagen kann. Und zwar, du gehst, während du auf dem Gas stehst, drückst du die Kupplung. Also so. Und dann lässt du ihn abtouren. Dann passiert nichts. Dann fährst du von diesem Zufallsplopp frei. Also jetzt normal. Bup. Nochmal, warte. Ist egal, ob zweiter, dritter Gang. Mach mal dritten. Geh vom Gas. Bup. Und wenn man das nicht will, bleibst du auf dem Gas drauf und drückst dann einfach vorzeitig die Kupplung. Und das Thema ist erledigt. Also kannst du auch mit deinem, wenn du eins hast, mit deinem illegalen Auspuffsystem neben der Polizei herlangfahren und einfach keine komischen, auffälligen Geräusche produzieren und bist sogar dann legal unterwegs. Ja. So. Ja. Oh, dieser Sound, ne? Digga. Macht süchtig. Also, das war einmal ein extrem ausführliches Exclusive Special in ausführlichster Master Super Ultra Erklärung auf dem Corona Donnerstag. Ja, also Leute, ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen. Ihr habt ein bisschen was gelernt. Ihr werdet das wahrscheinlich selber ausprobieren. Der das ausprobiert hat, es kommt der Finger wieder. Schreibt mir. Ich will wissen, wie eure Erfahrungen sind, ob ihr das nachmachen konntet, ob ihr Erfahrungen sammeln konntet, ob ihr das nachproduzieren konntet. Und wenn ja, teilt das Video an jemanden, der sagt, ey, diese Schubabschaltung dauern ist voll scheiße. Teilt das Video, sagt dem, ey, Digga, so sieht das aus. Hier Marc Monetti hat gesagt, bei dem N52, das ist nicht dauerhaft, außer es kodiert natürlich, aber serienmäßig knallt er auch. Man muss nur wissen, wie es geht. Selbst mit Serienauspuff knallt er auch, nur sehr leise, aber es ist hörbar. Performance Engine Dämpfer lässt es schon sehr fein raus. Wenn man dann noch die Tricks kennt, Trick 1, Trick 2, auf der Kupplung treten, Gas geben, dann bist du auf jeden Fall in einem Soundhimmel, den du dir vorher noch nicht erträumen konntest. Also Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch viel Spaß und bis bald. Euer Marco Monetti. Peace. Ich gebe nochmal Gas. Oh, die armen Nachbarn, naja. Jo, was geht ab? Ich stand jetzt gerade noch mal ein paar Minuten rum. Mein Motor ist warm, aber wieder ein bisschen abgekühlt. Jetzt gibt es nochmal einen Bonus, weil Teil 3, also Stufe 3 vom Geballern. Einfach so geil ist. Und let's go. Ich habe jetzt 4 Fenster auf. Ich hole mal das Mikro ein bisschen an die Hand. Dann legen wir nochmal los, ne?